Jede Woche kommen hunderte neue Produkte raus und manchmal überfordert das selbst mich. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir einfach mal durch unsere Make-up-Sammlung durch und suchen Produkte raus, die wir A schon lange nicht mehr benutzt haben und vor allen Dingen Produkte, die ich immer wieder nachkaufen würde. All-Time-Drogerie-Favoriten, die in der Drogerie nahezu schon eine Revolution waren und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Let's go. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche gehabt. Heute ist zwar erst Montag für mich, aber wenn dieses Video online ist, war das, glaube ich, eine sehr wilde Woche für mich. Ich war sehr viel unterwegs und freue mich jetzt, glaube ich, jetzt schon aufs Wochenende. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die wir einfach schon lange nicht mehr benutzt haben, die ich wieder für mich entdeckt habe und die euch einfach nur mal dazu inspirieren sollen, durch eure Make-up-Kollektion durchzugehen, zu schauen, was ihr schon lange nicht mehr benutzt habt. Um auch zu schauen, sind die Sachen überhaupt noch gut? Funktionieren die noch? Ist es noch das, was ihr gerne mögt? Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir direkt mit dem ersten Schätzchen. Ach, wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Den Whipped Cream Primer. Das ist nicht meiner, sondern das ist der, der jetzt im Standardsortiment ist. Es ist dasselbe Produkt, nur in einer anderen Verpackung, sogar mit demselben Namen. Der ist von Rival Loves Me mit Shea Butter, Kamille und Aloe Vera. Habe ich sehr, sehr lange nicht mehr benutzt, weil der wirklich perfekt für den Winter ist. Das ist im Prinzip wie eine Creme, sehr, sehr reichhaltig, sehr dick. Super feuchtigkeitsspendend und die hinterlässt so einen schönen Glow. Aber kein Glow, der auf Glitzerpartikeln basiert, sondern wirklich so einen gepflegten Glow. Er zieht super schnell ein, hinterlässt wirklich dieses schöne, weich gezeichnete Gefühl. Und damals war es mir total wichtig auch, dass es ein Produkt ist, was mit entweder jeder Foundation funktioniert oder selbst ohne Foundation funktioniert. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich vermisse ihn sehr, aber es gibt ihn ja im Standardsortiment. Ich lasse ihn einfach kurz so ein bisschen auf meiner Haut drauf und wollte mit euch über die Foundation sprechen, denn mich haben ganz viele Nachrichten erreicht, was ich ganz gut fand, weil es mich selber so ein bisschen verwirrt hat. Und zwar habe ich mitbekommen, dass die eine meiner liebsten, 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 liebsten Foundations, seitdem ich mich mit Foundations auseinandersetze, ja, die L'Oréal Infallible, vormals 24 Stunden Freshwear Foundation war. Die wurde vor 2 Jahren, glaube ich, auf die 32 Stunden Freshwear Foundation getauft und jetzt wurde sie neu gelistet bei Rossmann und bei DM. Und ich dachte mir, war nicht schon wieder eine neue Formulierung. Das verkrafte ich nicht, aber keine Sorge, nicht verzagen. Es ist dieselbe Formulierung, es hat nur einen anderen Glasflakon. Der wurde jetzt nochmal so ein bisschen angepasst auf das neue L'Oréal CI, L'Oréal Infallible Freshwear Foundation. Eine der schönsten Foundations, die es gibt. Und ich hatte ja gesagt, dass ich zu meiner Hochzeit die Mesauda Foundation tragen werde. Werde ich auch. Aber ich suche noch die Mischung dafür. Und aktuell schwanke ich zwischen der Neo Makeup Foundation, weil ich einfach weiß, dass die gut hält, oder Tatsache dieser hier, weil die wirklich hält. Also wenn ihr eine Foundation sucht, die eine volle Deckkraft hat, die aber nicht beschwert ist, die sich auf der Haut anfühlt, als hättet ihr nichts im Gesicht, und das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen oder vielleicht geht es euch auch so. Ich habe oft das Problem, dass mein Make-up sich nach 4, 5, 6 Stunden sehr schwer im Gesicht anfühlt und ich das Make-up merke. Hier gar nicht. Die ist so leicht, die ist so flüssig, die ist richtig runny. Und wenn ich Self-Tan drauf habe, ist das die perfekte Farbe. 132 Warm Undertones. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich bin schon wieder ein bisschen blass ums Näschen. Aber wir arbeiten das auch gleich mit dem, da, wie Hintern auf einmal selbst ohne Self-Tan, mit dem neuen Essence Brush ein. Das ist ein absolutes Must-Have, dieser Pinsel. Wirklich. Also wenn ihr nichts aus dem Sortiment kaufen wollt, nichts, weil euch nichts anspricht. Der Pinsel muss sein. Ebenso wie die Foundation. Ich habe ja hier dieses kleine Blutschwämmchen und das deckt das richtig, richtig gut ab. Ich habe neulich ein Video gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Vielleicht habt ihr es als Werbung schon hier irgendwo auf YouTube gesehen. Da habe ich den Auftrag bekommen von L'Oréal. Maxim, teste, wie viel schafft die Foundation in Kombination mit diesem Spray. Trust and Belief. Ich bin morgens um 6:30 ins Fitnessstudio gefahren, bin aufs Laufband gegangen, eine halbe Stunde, kein Problem. Und dann, warum auch immer, aber manchmal hat man so einen Blitzgedanken, du musst jetzt irgendwas tun, auch wenn du weißt, dass es falsch ist. Was habe ich gemacht? Ich habe mich unter die Dusche gestellt mit Klamotten, habe mich geduscht und mein Gesicht unter Wasser gehalten. Ich bin aus der Dusche rausgegangen, habe es vorsichtig abgetupft. Nichts. Ich bin danach zu einem Geburtstag gegangen. Mit geduschtem Make-up. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber es hat funktioniert und I love it. Ganz, 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 ganz große
großartige Performance in Kombination mit der Foundation und du musst sie nicht abpudern. Schaut euch das Finish an, es passt perfekt zu meinem Hals. Da ist nämlich noch ein bisschen Surftan drauf. Es geht super schnell, sie ist super leicht und das Spannende an dieser Foundation ist, dass sie sich so ein bisschen wie, ach, das ist so schwierig zu beschreiben, weil ich finde, es klingt immer negativ, wenn ich das sage. Die ist wie so eine Folie auf der Haut. Also nicht wie eine Folie, sondern wie so eine zusätzliche Schicht, die sich irgendwie verbindet. Und dann kriegst du sie, also du kriegst sie natürlich ab, aber du kriegst sie halt nicht kaputt. Die hält irgendwie ganz besonders an der Haut. Du kannst sie auch leicht aufbauen oder ein bisschen stärker auftragen, je nachdem, worauf du gerade Lust hast. Und die Shade Range davon ist wirklich phänomenal. Du kannst sie in Creme reinmischen. Die Foundation habe ich mir... Ich muss mal gucken, wann... Komm, wir schauen uns das jetzt gleich an, während ich hier ein bisschen einblende. Maxim Infallible. Also vor einem Jahr wurde sie verändert und das erste Mal habe ich die vor 5 Jahren benutzt. Vor 5 Jahren, oh Gott. Sehr früh, ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Ich sehe noch ein bisschen zerknittert aus. Ja, siehst du. Ziemlich zerknittert. Vor 5 Jahren habe ich diese Foundation benutzt und seitdem auch wirklich immer wieder nachgekauft. Natürlich, durch meinen Job teste ich auch immer wieder verschiedene Make-ups, aber das ist so eine Foundation, die ich mir einfach immer wieder nachkaufe. Was man so ein bisschen dabei beachten muss, ist, dass sie recht schnell runtertrocknet. Ne? Also sie wird schnell matt. Das ist so ein Semi-Matt. Das ist keine Glowy Foundation. Du kannst natürlich damit ein bisschen Puder nacharbeiten und ein bisschen Leben wieder zurück ins Gesicht bringen. Und bevor wir das machen, ein Concealer, der für mich wirklich in der Drogerie alles großartig performt und auch einer der besten Concealer meiner Meinung nach ist, ist der Neo Intense Serum Concealer. Der kommt in dieser Quetschtube. Die Tube ist eigentlich, die hat so einen Vor- und Nachteil. Ihr habt so einen Applikator, damit kannst du unter die Augen gehen, dann kühlt es. Mache ich selten. Ich nehme mir meistens immer so ein klitzekleines bisschen was hier raus, arbeite das dann mit dem Pinsel in meiner Hand ein, dass es ein bisschen wärmer wird und platziere mir den Concealer dann einfach auf meine Augenringe. Exorbitante Deckkraft. Sehr dick der Concealer, deswegen brauchst du nicht viel. Du kannst punktuell arbeiten hier, das kleine Blutschwämmchen. Eigentlich müsste ich das da lassen, ne? Damit wir das immer so als Vergleich haben. Und es ist auch super, super fliegend, ohne dass er austrocknet. Zack, ein bisschen aufgetragen. Fertig. Den Concealer gibt es jetzt mittlerweile auch Gott sei Dank schon bei DM. Den gab es ja vorher immer nur online. Jetzt ist er mittlerweile auch bei DM da. Ich schneide mir hier schon mal so ein bisschen was Helleres hin. Die Foundation ist doch ein kleines Stückchen zu dunkel heute. Aber wie sah ich denn da aus? Oh Gott, diese Augenbrauen. Ja, das ist ein schönes Bild. Diese Augenbrauen, meine Güte. Okay, hat die Farbe damals gepasst? Nein. Ich sehe aus wie ein Simpson. Gut, okay. Foundation ist drauf, Concealer ist drauf. Jetzt, Freunde, ich habe gerade wirklich nochmal geschaut, ob es sie noch irgendwo gibt. Bei eBay habe ich sie gesehen, aber kauft kein gebrauchtes Make-up bei eBay von Leuten, die ihr nicht kennt. Wirklich nicht. Ah, du weißt nicht, was die Leute damit gemacht haben. Auch wenn sie sagen, ist nur einmal benutzt. Ja, du kannst auch einmal mit einem schmutzigen Pinsel da reingegangen sein. Ist auch doof. Letizia, Lemak und Love. Ich war neulich auf dem Event, ich tue alles, was ich kann, um irgendwie Love so ein bisschen wiederzukriegen. Ähnlich wie Becker und Smashbox. Becker ist ja auch dicht gemacht worden, aber Smashbox hat ein paar Produkte übernommen. Ich probiere das mit Love. Unter anderem vor allen Dingen auch hiermit. Das ist die Love und Letizia Palette. Das war, glaube ich, das erste Produkt, was sie rausgebracht haben von sehr, sehr vielen. Der Blush, ein Traum. Ich arbeite mir in die Hand und platziere mir einfach schon mal hier so ein bisschen hin. Ich habe ihn so lange nicht mehr benutzt. Gebackene Texturen in der Drogerie auf diesem Level. Das ist ja nicht mehr Drogerie gewesen. Made in Italy. Das hätte auch das Stundenglas sein können. Die Sanduhr. Der Bronzer. Sehr warm. Perfekt für den Sommer. Diese Texturen unglaublich. Und ihr seht es auch. Ich gehe auf eine ungesettete Base. Denn gebackene Texturen brauchen, wie ich finde, immer so ein bisschen Feuchtigkeit zurück, damit sie richtig schön auf der Haut liegen. Dieses Finish ist unglaublich schön. Sowas Leichtes, sowas Frisches, sowas unglaublich Schönes habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und wenn ihr dieses Produkt habt, holt es raus, benutzt es. Wir werden es nicht mehr wiederkriegen und es wäre schade, wenn das kaputt geht. Mittlerweile, hier steht 18 Monate. Das ist schon wahrscheinlich 180 Monate hergefühlt. Aber was ich gefunden habe, ist das hier. Das ist dieses Bronzer und Contour Duo. Das gab es ja auch mal als Kollektion von Letizia. Das habe ich tatsächlich noch so ein bisschen auf, ich glaube, Notino oder so gefunden. Ich gucke mal, ob ich das finde, dann verlinke ich euch das. Ebenfalls ein toller Bronzer. Ihr könnt auch einfach beides mischen
Ein tolles Puder. Es gab das als Highlighter, es gab das als Blush. Und ich werde nie vergessen, dass Letizia mich für ihre Kampagne involviert hat. Und als wir diese Kampagne geschossen haben, haben wir beschlossen, dass wir unser Pinselset rausbringen. Und das haben wir dann Tatsache auch gemacht. Was ich hiermit gerne mache, ist einfach so ein bisschen in die Lidfalte rein, um das Auge zu konturieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, die werde ich bei meiner Hochzeit tragen. Es ist jetzt sehr dunkel, wobei es geht eigentlich. Das ist schon sehr summery. Sehr sommerlich. Wollen wir mal, habt ihr darauf Lust? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wollen wir ein Bräutigam-Make-up-Testdurchlauf machen und schauen, was wir bis jetzt haben? Weil ich glaube, das könnte ganz, ganz spannend sein. Ich weiß, dass viele Mäuse auch heiraten zu der Zeit. Und vielleicht habt ihr darauf ja Lust. Okay, die Base sieht unglaublich saftig aus. Ich will es ganz leicht fixieren. Und zwar hiermit. Ich muss es leider so ein bisschen halb schräg halten. Ellen Beatrix Loose Powder. Das ist das einzige Puder, was ansatzweise hier rankommt und was in der Drogerie ist, ohne dass es riecht wie meine Oma. 1935. Gut, da hat sie noch nicht gelebt, aber ihr wisst, was ich meine. Packaging des Grauens. Ich weiß nicht, wie man so ein Packaging produzieren kann. Heute noch. Ganz, 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 ganz furchtbar. Aber das Puder an sich, großartig. Ich nehme ein bisschen was. Und ich glaube, dass Ellen Beatrix in der Max Factor Theke liegt. Ich glaube, Ellen Beatrix so als Marke gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber das liegt in der Max Factor Theke. Einfach nur hier so ein bisschen den Concealer fixieren. Viel fixieren muss ich meine Foundation nicht. Ich nehme mal den Rest hier in dem Deckel, daste den Pinsel so rein und kann dann ganz leicht hier so ein bisschen rübergehen. Das mattiert gut, ohne dass es so trocken aussieht. Wenn ihr ein altes Puder habt, eine alte Verpackung von einem Puder, füllt es um. Das ist ja wirklich, es ist ja unglaublich. Hier ist alles voll mit Puder. Das Puder an sich, Slay, guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe fast so gut aus wie bei der Kampagne von Letizia. Und da hat Letizia mich geschminkt. Ich fühl's. Da ist der Bronzer, ne? Ich glaube, wir machen das die Tage mal. Wir machen mal so ein, wir probieren mal aus, was wir machen können für die Hochzeit. Wir machen mal meine Lippen. Ich werde bei meiner Hochzeit nichts tragen auf den Lippen. Vielleicht maximal die Lippenkontur ein bisschen definieren. Ich will nicht so viel tragen. Aber ein Lip Liner, den ich immer wieder kaufe und mittlerweile auch schon der zweite oder dritte ist, ist Art Deco. Und zwar genau dieser hier. Nur dieser hier. Die 140. Der ist so perfekt. Das ist meine perfekte Lip Liner Farbe. Schaut euch die Farbe an. Und der funktioniert mit so, so vielen Lippenstiften. Egal ob ein hellerer Ton, egal ob ein dunklerer Ton, egal was du willst. Der ist genial. Und vor allen Dingen, der hält. Die sind, ich weiß nicht, ob die wasserfest sind. Die sind so auf jeden Fall so wisch- und wasserfest. Und die halten sehr, 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 sehr gut. Ich sehe aus, als wäre ich gerade im Urlaub gewesen, ne? Erhol, ich hatte gestern hatte ich einen richtig beschissenen Tag. Hab den ganzen Tag völlig lust- und leblos auf dem Sofa gesessen und mich selbst bemitleidet. Heute, wie ausgewechselt. Auf die Lippen kommt aber noch was. Und jetzt seid ihr schon so schön nah dran. Das ist der Vinyl Ink von Maybelline. Diese Dinger haben wirklich was ganz Besonderes geschafft in der Drogerie. Wir erinnern uns, so 2016, 17 waren ja diese matten Liquid Lipsticks das Ding. Heute immer noch wieder, aber neu formuliert. Aber irgendwann haben wir alle trotzdem Glosse rübergegeben. Und das sind zwei Produkte, die potenziell nicht gut miteinander funktionieren. Die Vinyl Inks sind die langanhaltendsten, die schönsten Farben, das krasseste Finish. Und es ist nochmal ein anderes Feeling und Finish, als wenn ihr ein Liquid Lipstick und einen Lipgloss kombiniert. Ich habe jetzt die Farbe 95 Captivated, ein sehr, sehr heller Ton. Ich nehme auch nur ein ganz kleines bisschen, blende das so ein bisschen in die Lippen ein. Und es passt perfekt zu dem Lip Liner. Auch auf dieser Inferno gefällt mir das Ganze wirklich unglaublich gut. Eine Sache fehlt natürlich noch und das ist die Mascara. Und ich habe überlegt, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Es gab mal von Rival Loves Me die, ich glaube, Better Than Yours Mascara hieß die. Chefskiss. 10 von 10. Genial. Aber die Mascara hat nicht so eine Revolution ausgelöst in der Drogerie. Oder Evolution, Revolution? Ihr wisst, was ich meine. Wie diese hier. Entweder du liebst sie oder du hasst sie. Ich liebe sie in allen Farben. Selbst die bunten Mascaren sind gut. Und die ist einfach top. Ich wünsche mir, liebes Maybelline-Team, bitte in Braun, aber in einem richtigen Braun und nicht in so einem Braun-Schwarz. Nur nach außen. Ich ziehe meine Wimpern so ein bisschen nach außen. Ich finde, das macht das Auge immer noch so ein bisschen schöner. Und wow, was für ein unglaublich schöner Make-up-Look heute.
Es ist schon wieder langweilig, ne? Hallo, mein Name ist Maxim Langweilig Giacomo und ich liebe langweilige Make-ups. Ich glaube, das Ziel haben wir erreicht. Wir haben Make-up-Produkte genutzt, die wir schon lange nicht mehr benutzt haben, die ein unglaublich schönes Ergebnis gebracht haben. Und vor allen Dingen sind es ja viele Produkte, die es schon seit Jahren gibt, die immer noch aktuell sind. Und es muss nicht immer etwas Neues sein. Ihr könnt auch mit Produkten, die ihr vielleicht schon eine Weile zu Hause habt, einfach sehr, sehr zeitgenössische Looks kreieren. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Das ist ein Maxim Giacomo Look 2017 bis 21, 23, 24, oh Gott, 24. I love it. Ich hoffe, ihr liebt es auch. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieser wunderschöne Look gefällt. Wir wünschen, Maxim und ich, oder wer? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf.